Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf unserem Kanal. Ihr seht schon, wir haben hier mal so eine ganz billige Feuerschale gekauft, die werde ich jetzt mal aufbauen und dann werden wir die in Betrieb nehmen und mal gucken, wie lange die hält. Wartet mal, ich werde die mal hier rausholen. Also das meiste ist ja ganz billigen Dingen. Zack, zack. Ja, das ist ein total dünnes Trompetenblech. Seht ihr da? Gut, ich werde die mal aufbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, seht ihr, ganz einfach mit 6 Schrauben, 6 Modellen hier einfach zusammengebaut. Ist wirklich ganz einfach. Die Schale oben hingelegt, 50er Durchmesser. Ja, ich meine gut, zum Spielen, jetzt für den Herbst, ist sie ganz gut. Aber was immer das Problem ist bei diesen Schalen, hier ist kein Ablassloch drin. Das heißt, ich werde hier noch 3 Löcher reinbohren, dass das Wasser dann auch ablaufen kann. Das mache ich jetzt noch eben schnell. So Leute, jetzt habe ich hier 3 Löcher reingebohrt. 5er Bohrer, 5 mm Durchmesser, hat jetzt 2 Funktion. Zum einen, dass von unten ein bisschen Luft reinkommt beim Feuermachen, ist nur ganz wenig, wird nicht die Masse sein, aber die hauptsächliche Funktion soll sein, dass das Wasser da drin sich nicht sammeln kann, sondern abläuft, dass die eben ja nicht so schnell verrostet, wie wenn da ständig Wasser drin stehen würde. Ne? Ja Leute, das war mal so ein also wirklich kurzer Clip, so ein Quick-Clip von der neuen Feuerschale, die wir gekauft haben. Die war jetzt extrem günstig, war im Ausverkauf. Ich hätte die sonst niemals gekauft. 50er Durchmesser mit so einem Trompetenblech, habt ihr ja gesehen. Ich bin mal gespannt, wie die so nach 2-3 Mal im Einsatz dann aussieht, ob die das Geld wert ist. Also wie gesagt, für den Preis, ich schreibe euch mal unten in die Kommentare rein, wie teuer die tatsächlich war. Also das ist ein Schnäppchen, das ist lächerlich gewesen tatsächlich. Dafür habe ich es einmal mitgenommen. Kurzes Video, ganz einfach aufgebaut, 3 Füße, einen Ring und dann wird die einfach hier so reingesetzt, ohne Probleme. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, schaut unsere anderen Videos, abonniert uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In diesem Sinne sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal, bye! Was dran ist, was nur Blut? Wunderbar!